Florian hat zwei zu Hause. Zwei Kinderzimmer, zwei Familien. Also ich bin eine Woche bei Papa und eine Woche bei Mama, weil Mama und Papa sich getrennt haben. Auch Luna packt. Heute beginnt ihre Mama-Woche. Also manchmal, ja, beneide ich die Kinder in meiner Klasse, weil die halt einfach eine schöne Familie haben. Ich glaube, ich habe sogar immer gehofft, dass die wieder zusammenkommen. Hanna wechselt morgen wieder in die Vaterwelt. Ich war halt sehr traurig manchmal, dass ich nicht immer bei meiner Mama sein konnte, aber auch bei meinem Vater, weil ich halt beide gleich doll lieb habe und plötzlich waren sie getrennt. Florian, Luna und Hanna sind Pendelkinder. Wie kommen sie und ihre Eltern damit zurecht? Luna und ihr Papa wohnen in Dresden. Roman Schlag hatte sie schon als Säugling gefüttert, ins Bett gebracht, vorgelesen. Jetzt bringt er ihr Fotografieren bei. Als die Ehe scheiterte, waren sich die Eltern einig, Luna sollte bei beiden aufwachsen. Seit der Trennung lebt sie im sogenannten Wechselmodell, eine Woche bei Papa, eine bei Mama. Nur 5% aller Kinder leben so. 3 Millionen Kinder wachsen bei nur einem Elternteil auf, meist bei Mama. Lunas Papa nimmt seine Aufgaben als Vater ernst. Er passt auf, dass sie Hausaufgaben macht, ihr Zimmer aufräumt, hilft ihr beim Rechnen und in Deutsch. Abwechselnd teilen sie den Alltag, kaufen ein, kochen. Bei beiden Eltern hat sie ein eigenes Zimmer, einen Schreibtisch und Schrank. Luna sagt, sie habe zwei zu Hause. Aber manchmal kommt sie doch ins Schleudern. Das ist ja 9. Warum haben sie sich getrennt? Weil. Und hast du gefragt? Ja, ich glaube sogar sehr oft, weil. Ich glaube, ich habe sogar immer gehofft, dass die wieder zusammenkommen. Bei der Luna habe ich eben gemerkt, es war am Anfang natürlich erstmal dieses Unverständnis, dass die Eltern nicht mehr zusammen sind. Mhm. Dass das. Warum nicht? Ne? So, warum könnt ihr euch nie mal zusammenreißen? Sie liebt beide und sie hat zwei zu Hause. Es ist halt, bei Mama habe ich mehr Vorteile als bei Papa. Und bei Papa habe ich mehr, also habe ich andere Vorteile. Und welche Vorteile hast du bei Mama oder bei Papa? Bei Mama ist es der Vorteil, dass ich näher an der Schule bin, dadurch länger schlafen kann. Und ich mich auch mehr mit meinen Freundinnen treffen kann tatsächlich, weil die ja auch in meine Klasse gehen und eben auch in der Nähe von der Schule wohnen. Mein Papa, das ist ja 5 Kilometer weit entfernt. Aber früher war es eben so, bumm, Montag, heute ist Mutti. So, und dann ist sie vielleicht aber noch gar nicht so weit gewesen, dass sie jetzt vielleicht weg will. So, und aber sie muss jetzt. Ich habe manchmal so Phasen, dass da aber... Ja, als ich kleiner war, dass ich tatsächlich, wenn ich bei Papa war, Mama vermisst habe. Wenn ich dann aber bei Mama war, Papa vermisst habe. Und dadurch merkt man dann auch, dass es Kindern manchmal schwerfällt, das zu verstehen. Inzwischen habe ich das akzeptiert und bei Mama vergesse ich das jetzt eben auch, weil sie ja... Ein Mann hat, sie hat ja letztes Jahr geheiratet. Mhm. Ich einen kleinen Bruder dort habe, ich eine Katze habe. Naja, ich habe mich halt daran gewöhnt und dann habe ich es auch langsam verstanden und mich hineinversetzt, wenn ich jetzt Mama wäre oder Papa wäre. Mhm. Dass halt das einfach nicht geht. Also wenn man sich halt einfach nicht mehr liebt. Weil man am Anfang natürlich denkt, dass dieses Wechselmodell, dieses 50-50, für das Kind das Beste ist. Und ich kann heute sagen, dass es nicht so ist, dass es das Beste ist. Weil das Kind eben immer pendelt. Also ich sag mal so, das Wechselmodell ist aus meiner Sicht heute für uns, bei uns eben so, dass es für die Eltern eine super Sache ist. Sie haben das Kind immer alle 2 Wochen. Können sich auch viel besser darauf einstellen. Und das Kind ist aber eigentlich immer das, was immer wechseln muss.
Sie hat in ihrer Tanzgruppe in der Schule gerade neue Schritte gelernt. Die will sie dem Papa noch schnell zeigen, bevor sie zur Mutter aufbricht. Oh. Toll, ehrlich. Und dann packt sie. Schulbücher, T-Shirts, Spielzeug. Inzwischen ist sie gut organisiert. Anfangs hat sie schon mal ihre Essenskarte für die Schulkantine vergessen und Papa musste hinterherfahren. Bis nächste Woche, mein Kind. Sei schön lieb. Lunas Mama wohnt nicht weit weg, nur in einem anderen Stadtviertel. Trotzdem muss sie in ihrer Papa-Woche mit den Schulfreundinnen klären, wer wen wann wo besucht. Und dann taucht Luna wieder ein in die Mama-Welt, wo ihr kleiner Bruder lebt. Mamas Mann, ihre Katze. Wieder alles auspacken, sortieren, einräumen. Der Mutter erzählen, wie es in der Schule und mit Papa gelaufen ist, wie es beim Kindergeburtstag ihrer Freundin letzte Woche war. Sie muss die Trennung ihrer Eltern jede Woche aufs Neue schultern. Benni war halt hektisch und hat sich halt gedacht, es ist heute mein Kindergeburtstag, es ist heute meine Kinder. Also ist ein großes Pferd? Nee, wir hatten ein kleines. Oh. Also du fühlst dich mehr hier zu Hause? Nein, ich fühle mich bei beiden gleich zu Hause. Ah, okay. Gut. Es ist ja beides mein Zuhause, also. Am Anfang gesagt, ja, wir haben uns getrennt, weil wir uns nicht mehr liebten. Und dann habe ich gemerkt, das hat sie gar nicht beruhigt, wenn ich sagte, okay, wir haben nur gestritten, das war nicht schön für dich und guck mal, das ist doch besser, dass wir getrennt leben. Also ich habe die Strategie geändert, ich habe gesagt, ja, Luna, du bist ein Kind der Liebe, wir haben uns ganz doll geliebt, wirklich leidenschaftlich und wir wollten dich und das war schön, wir haben sehr schöne Sachen mit deinem Papa erlebt. Und ich denke, das war schön für sie. Und ich glaube, wir sind uns nach wie vor als Partner für das Kind. Wenn ich weiß, dass der Vater etwas nicht will, dann würde ich hinter seinem Rücken das nicht machen. Also ich denke, das ist wichtig trotzdem, dass das Kind sieht, okay, ich habe hier mit Eltern zu tun, die gemeinsam agieren und nicht gegeneinander. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch. Es gibt Familien, da pendeln nicht die Kinder, sondern die Eltern. In Hamburg ist gestern Morgen Patrick Bannert in die Wohnung gefahren, in der er mit seiner Frau und den beiden Kindern früher gelebt hat. Als die Eltern sich trennten, wollten sie Joschi und Charlotte nicht zumuten, dass sie deshalb ab jetzt ihre Köfferchen packen müssen. Sie sollten in ihrem vertrauten Nest bleiben. Nestmodell nennt sich das deshalb. Zurzeit kommt der Vater alle 2 Tage, dann die Mutter. Sie lösen das flexibel. Der Stängel ist ab. Der Stängel? Ja, stimmt. Wo ist der denn geblieben? Das ist in der Farbe. Soll ich ein paar aufdrehen? Bleiben wir wegen der Kinder zusammen oder gehen wir für die Kinder auseinander? Was ist das Beste für die Kinder? Das war uns immer wichtig, dass wir gesagt haben, wir sind immer noch als Mama und Papa für euch da. Wir wohnen zwar jetzt nicht mehr zusammen. Ich bringe das nach draußen zum Trocknen. Kannst du gleich machen, ja. Wir wohnen zwar nicht mehr zusammen, aber trotzdem sind wir für euch da. Wenn Papa da weg ist, dann vermisse ich ihn ein bisschen. Zum Beispiel so 3 Tage ist auch Mama da. Und wenn Papa ganz lange da ist, zum Beispiel eine halbe Woche, vermisse ich auch Mama. Und verstehst du, warum sie nicht hier zusammenleben? Nein, verstehe ich nicht. Ja, die haben gestritten und dann haben sie sich so gesagt getrennt. Und wäre es dir lieber, sie würden zusammenleben oder kommst du damit ganz gut klar? Eigentlich wäre es mir lieber, dass sie dann zusammenleben. Warum? Ja, dann sehe ich halt beide. Wenn jetzt der Papa mal nicht da ist, wo ist er dann? In der Arbeit. So. Und wenn die Mama nicht da ist, wo ist sie dann? Auch in der Arbeit, in der Praxis. Aber wenn sie jetzt einen Traumjob in München angeboten bekämen, würden Sie das nicht machen? Nein, das würde ich nicht machen. Nein. Also ich gehöre dann nicht zu dieser Fraktion. Ich brauche noch. Kinder gehören zur Mutter. Ich habe damit auch nichts mehr zu tun. Ich zahle dann einfach nur und
nach mir die Sinnflut. Und nee, also ich will schon nah bei den Kindern dran sein und sie auch aufwachsen und auch erleben. In meiner ganzen Klasse, da sind auch schon getrennte Eltern. Bei 3 Kindern ist das so, die fahren zu ihrem Papa hin. Und dann fahren sie wieder zurück. Und dann wieder zu Mama und dann immer hin und her. Dann haben die so eine große Tasche. Da sind Klamotten drin. Und Spielzeug. Und würdest du das lieber haben oder findest du so, wie ihr es jetzt hier habt, besser? Ich finde das, wie das wir haben, besser. Und warum? Also, da müssen wir nicht ständig an die Tasche packen. Und dann ein Spielzeug aussuchen, das finde ich dann irgendwie blöd. Irgendwie anstrengend. Ja. Wie findest du das? Anstrengend. Muss man sich das Nestmodell nicht auch leisten können? Viele fragen mich dann eben halt auch, wie das ist vom Geld her, weil 2 Mieten zu zahlen und also den Anteil hier für das Haus, dann meine eigene Wohnung, die ich noch zahlen muss. Und es ist eigentlich eine Nullrechnung, ob ich jetzt nun irgendwie jeden Monat für die Kinder Unterhalt zahle oder ob ich jetzt nun diese beiden Mieten noch zahle plus eben Unterhaltskosten und sowas. Es ist eigentlich völlig egal. Das ist also Unterhalt ist kein Streitthema, Gott sei Dank. Heute kommt Mama. Tanja Bannert wohnt inzwischen in einem anderen Stadtteil. Anfangs wechselte sie sich mit dem Vater ihrer Kinder wochenweise ab, jetzt meist tageweise. Montag und Mittwoch sie, Dienstag und Donnerstag er, das Wochenende abwechselnd. Wir haben es verbockt, wir packen die Sachen. Wir haben die Reisetaschen, nicht die Kinder. Und das ist anstrengend, weil ich habe halt 2 Wohnungen, in denen ich wohne. Die sind natürlich ganz unterschiedlich und ich muss immer überlegen, was nehme ich übermorgen mit und was brauche ich und Mist, jetzt habe ich das vergessen. Aber dafür müssen die Kinder halt nicht hin und her pendeln. Aber einfach ist es nicht? Einfach ist es überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass irgendein Modell einfach ist. Für mich ist das beste Modell, weil ich sehe, dass es den Kindern sehr gut geht damit. Es ist schon mühsam. Ich wohne nirgendwo so richtig. Zu bedenken ist ja auch, wir sind in einer getrennten Situation. Das ist nicht so leicht, dem anderen zu sagen, du mach mal dies, mach mal das. Und das habe ich übrigens auch nicht geschafft. Das hat natürlich anderen Zunder als in einer freundschaftlichen Situation oder in einer Liebesbeziehung, in der man ja auch viel mehr verzeiht. So Kinder, ich düse jetzt los, okay? Ja. Hausaufgaben sind alle gemacht? Ja. Okay. Ja. Euer Zimmer ist auch aufgeräumt? Ja. Prima, okay. Gut. Am Anfang gab es oft Krach, weil in der Wohnung ein riesen Tohuwabohu herrschte. Inzwischen hat sich Patrick angewöhnt, vor der Übergabe das Wohnzimmer aufzuräumen, Wäsche zu waschen, einzukaufen. Alles gut. Wann kommst du dann wieder? Morgen bin ich wieder da. Okay. Gut. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, Mama. Hallo, meine Süßen, wie geht's euch? Gut. Ja? Was habt ihr gemacht heute? Ja, wir haben gespielt, Playmobil und Lego. Super. Wir haben aufgeräumt und... Ihr habt aufgeräumt? Ja, dann haben wir stolpern hier. Ja, das stimmt. Hallo, meine Süße. Hi. Hallo, Yoshmi. Hi. Hallo. Na? Na? So, ist alles gut. Hausaufgaben sind erledigt. Okay. Im Kühlschrank ist auch ein bisschen was zu essen da für heute Abend. Muss ich noch irgendwas einkaufen? Bananen wären noch mal ganz gut. Ja, okay. Die können wir noch gebrauchen. Milch ist sonst da. Mhm. Zumindest darüber können sie sich noch verständigen. Was muss eingekauft werden? Wie läuft es im Kindergarten, in der Schule? Praktisches eben. Okay, alles klar. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und jetzt ziehen die beiden mit ihrer Mama los. Erst einkaufen, dann auf den Spielplatz. Fast wie früher. Doch ihr Nestmodell klappt nur, weil die Eltern sich einig sind. Viele andere getrennte Paare liegen miteinander in bitterem Streit. Diese Frauen nennen sich selbst Löwenmütter und lehnen das Nest- und Wechselmodell ab. Denn Pendeln tue den Kindern nicht gut. Sie wollen das Residenzmodell. Das Kind bleibt bei der Mutter, der Vater sieht es alle 14 Tage am Wochenende. Sie argwöhnen, dem Vater ginge es ohnehin nur darum, Geld zu sparen. Denn wenn beide die Kinder betreuen, entfällt der Anspruch auf Unterhalt.
Gut, heute das Thema soll Wechselmodell sein. Und ich weiß, dass alle von euch damit mehr oder weniger zu tun haben. Manchen Kindern von euch steht es bevor. Manche Kinder sind mittendrin. Manche Kinder sind wieder rausgekommen. Wie kann man ein Kind, wenn ihr als Mütter der Meinung seid, das Wechselmodell ist nicht gut für das Kind, verhindern, dass ein Kind ins Wechselmodell hineingerät? Er möchte das Wechselmodell, er möchte eigentlich Ella komplett haben. Diese ganzen Fakten liegen aber erst auf dem Tisch, seitdem er Unterhalt zahlen muss. Dann war ich beim Jugendamt und habe mich beraten lassen. Und die Frau Dame war so schockiert, dass ich keinen Unterhalt bekomme. Sie hat mich aufgefordert, runterzugehen, einen Antrag zu stellen. Ich glaube, das war auch der große Fehler, weil danach hatte ich nämlich sofort ein anwaltliches Schreiben im Briefkasten mit der Aufforderung zur Zustimmung des Wechselmodells. Damit fing es dann an. Es ist wirklich schwierig, ihn auch fertig zu machen, wenn er zum Papa geht. Und jetzt werden die Übergaben auch sehr problematisch mittlerweile, denn der Kleine fängt an, jetzt laut zu weinen und zu schreien und möchte zu mir auf den Arm. Ich hatte auch versucht, Hannah kurz vor ihrer Einschulung aus dem Wechselmodell rauszuholen, auch weil sie sich das gewünscht hat, habe es nicht geschafft. Was waren jetzt die Gründe, die dann angeführt worden sind? Die Gründe, die angeführt wurden, waren, dass ich die Behinderung bin, die klammert. Also ich kann nicht loslassen. Ja, dann bist du wahrscheinlich in die Kategorie überbehütende Mutter gefallen. Genau, Helikoptermama. Katja Porde lebt mit ihrem Sohn aus einer anderen Beziehung und Tochter Hanna zusammen. Sie betreut mit ihrem Mann nach der Trennung Hanna abwechselnd. Aber als der Vater wieder heiratete, lehnte die damals Sechsjährige die neue Frau im Leben des Vaters ab. Sie wollte nicht mehr zu ihm. Die Mutter unterstützte sie, doch der Vater bestand auf dem Wechselmodell, zog vor Gericht und bekam Recht. Die Mutter klammere zu sehr, hieß es. Sträube sie sich weiter, müsse Hanna ganz zum Vater. Ich hatte immer halt nur Papa alleine für mich. Und wo dann meine Stiefmutter kam, war es schon eine Umstellung, weil sie hatte dann auch noch ein Kind mitgebracht. Und irgendwie komme ich damit nicht klar, die andere Familie mit in meine eigene Familie, sage ich jetzt mal, mitzuziehen. So. Die Stimmen aus ihrem Umfeld, sowohl aus Kita, Verein, Familie, Freunde, auch das, was ich selber wahrgenommen habe, dann die Logopädin damals, es waren ja alle Stimmen, die gesagt haben, eigentlich ist das nichts für Hanna, eigentlich geht es ihr damit nicht gut. Und als du dann gesagt hast, Mensch, jetzt möchte ich immer auch gar nicht mehr kommen, weil du eine Freundin hast, wie hat er da reagiert? Na, er war schon irgendwie traurig und sauer. Und ich bin halt so, wenn meine Eltern ein bisschen traurig oder sauer auf mich sind, dass ich dann irgendwie auch traurig bin, weil ich Angst habe, dass ich sie irgendwie innerlich irgendwie ein bisschen verletzt habe. Und dann möchte ich sie halt wieder gut machen und dann traue ich mich eigentlich manchmal nichts mehr zu sagen. Das hat mir das Herz zerrissen. Das war furchtbar, dadurch, dass sie immer irgendwie auf der Reise war, nie irgendwo angekommen ist. Wenn man einfach immer so wie so ein Wanderpokal irgendwie auf Tour ist, habe ich gesagt, gut, dann beiß ich jetzt in den sauren Apfel und lass los. Ne? Aber sie hat gesagt, also bevor sie ganz zum Papa geht, will sie lieber im Wechselmodell bleiben. Immer wieder schaut sich Hanna Fotos aus der Zeit an, als ihre Welt noch in Ordnung war. Also manchmal habe ich das Bedürfnis, wieder mein altes Leben lieber zu haben und wieder kleiner zu sein im Alter, wo die noch zusammen waren oder wo ich noch mit Papa und Mama alleine war. Doch Hanna ist nicht mehr klein. Die 12-Jährige schultert die Trennung ihrer Eltern, will keinen verletzen, packt jeden Freitag die Tasche und hätte doch am liebsten immer Papa und Mama um sich. Mit meinen Eltern wieder zusammenleben und meine Familie, meine leibliche Familie, einfach um mich rum haben und nicht irgendwie getrennt haben, nur weil die einen sich mal nicht verstehen. Manchmal fragt sich Katja Porde, ob die Trennung wirklich nötig war. Dem Kind zuliebe, Hanna zuliebe, hätten wir eigentlich durchhalten müssen oder hätte ich durchhalten müssen. Aber das hätte ja auch nichts gebracht. Ne? Also man weiß ja im Nachhinein auch nicht, wenn wir zusammengeblieben wären, wäre Hanna vielleicht auch unglücklich gewesen, weil sie gespürt hätte, dass mit den Eltern irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ne? Und weil das Leben zu Hause einfach dann so anstrengend wäre. So hat sie eben, ja, lebt sie in einem Wechselmodell, hat aber vielleicht einen glücklichen Papa und eine glückliche Mama. 400 Kilometer weiter entfernt lebt Florian. Er macht heute mit Papa einen Ausflug. Seit seinem dritten Lebensjahr sind die Eltern getrennt.
Florian ist 11 und seine Eltern haben sich darauf geeinigt, nicht im Residenzmodell zu leben, wie die meisten getrennten Familien. Mama betreut, Papa bezahlt Unterhalt. Sie wollten, dass Florian wechselt. Also ich bin eine Woche bei Papa und eine Woche bei Mama, weil Mama und Papa sich getrennt haben. Also ich möchte ja, dass die zusammen wohnen, aber es geht ja nicht. Und ich kann es mir ja auch nicht so richtig vorstellen, ja, weil es ja lange her war, wo die zusammen gewohnt haben. Wenn du Geburtstag hast, wird das dann einmal nur bei Papa und einmal bei Mama gefeiert oder feiert er dann alle zusammen? Also manchmal, also wir machen das so, dass ich bei Papa feiere und bei Mama. Und dann kriege ich mehr Geschenke. Dann rechne das doch mal. Weil Florian 2 Wochen im Monat bei seinem Vater lebt, machen die beiden nicht nur Ausflüge, sondern auch Hausaufgaben. Kaufen zusammen ein, kochen. 60? Nein. 48? Nein. 49? Genau. Nun hat sich etwas geändert im Beziehungsgeflecht. Vater Jan hat eine neue Freundin. Auch die hat sich getrennt und bringt eine Tochter mit in die Beziehung. Die beiden verstehen sich, aber müssen erst mal klären, wer Stiefschwester, Halbbruder, leiblicher Papa, echte Mama, neue Mama ist. Also wir ziehen dieses Jahr zu Florian. Ach so, und dann ist Jan dein Stiefpapa. Okay, aber du hast auch einen richtigen Papa. Ja. Und findest du das ganz gut, dass ihr jetzt, dass sie zu euch zieht und dass du, dass auch die Mama von Johanna mitkommt? Ja. Ja, eigentlich so wie eine neue Mama. Und dass ich jetzt auch jemanden zum Spielen habe. Aber wie wird es für ihn sein, wenn er nicht nur die Spielsachen, sondern auch den Papa künftig teilen muss? Er hat das schon einmal erlebt, als seine Mama neu geheiratet und er einen kleinen Bruder bekommen hat. Es gab mal eine Phase, da war er manchmal ein bisschen traurig. Und da haben wir schon manchmal geguckt, woran liegt das? Ja, er war so ein bisschen eifersüchtig und hatte ein Problem damit, dass er vielleicht so als fünftes Rad am Wagen war. Er hatte halt Angst darum, dass man ihn vernachlässigt. Und da haben wir ihn zusammen zu ihm gesagt, nein, das brauchst du nicht. Du bist unser Sohn und wir sind immer und alle für dich da. Und das ist alles gut. Heute geht die Papa-Woche zu Ende. Sie spielen noch ein bisschen im Garten. Dann wird Florian packen und muss aufpassen, dass er alle Schulsachen dabei hat und auch sein Sportzeug nicht vergisst. Wie wird es später für ihn sein, wenn die neue Stiefschwester bleiben darf? Bisher hat er bei Papa für sich allein ein großes Zimmer, einen Kleiderschrank, Spielzeug. Seine Schule ist um die Ecke. Die Mutter lebt eine knappe halbe Autostunde entfernt. Nächste Woche bringt ihn dann seine Mama morgens zur Schule und holt ihn danach ab. Dann sieht er am Nachmittag seine Schulfreunde seltener. Okay. Hallo. Na, komm mal her hier. Na. Hallo, Mutti. Schön, Papa. In der Papa-Woche hat sich die Welt bei Mama weitergedreht. Florian und seine Mutter bringen sich auf den neuesten Stand. Weißt du schon, dass Oliver laufen kann? Nee. Nein. Jetzt geh mal zu Florian. Wo ich zu Papa gegangen bin vor einer Woche, konnte Oliver noch nicht so gut laufen als jetzt. Denn vorher konnte er nur kriechen und auf der Hand laufen. Ja, was habt ihr gemacht? Ich und Papa sind auch zur Schafen gefahren. Zu den Schafen? Wo wir letztens auch waren mit dem Fahrrad? Ja. Ja? Was hat er gesagt am Anfang? Ja, warum bist du nicht mehr bei uns zu Hause und warum liebt ihr euch denn nicht? Und dann fing er natürlich das Weinen an, aber wir haben es ihm so erklärt, Mama und Papa lieben sich halt nicht mehr und wollen aber für dich da sein. Mir war das von Anfang an wichtig, auch dass mein neuer Partner mit ihm zurechtkommt. Deswegen habe ich gleich von vornherein gesagt, ich habe Kontakt zum Vater. Wir verstehen uns auch super und ich möchte auch, dass das so bleibt. Dass das gar nicht irgendwie Theater gibt oder so. Und er muss sich auf jeden Fall mit Florian verstehen. Funktioniert das nicht, funktioniert es nicht mit uns.
Hier war die Entscheidung der Eltern klar. Trotz Trennung und neuer Partner wollen beide weiter verantwortlich sein. Doch wenn Ehen scheitern, werden Kinder oft zur Waffe im Scheidungskampf. Und es läuft dann nach dem bekannten Muster, die Mutter bleibt beim Kind, der Vater sieht es bestenfalls am Wochenende. Dagegen wehren sich diese Väter im Verein Väteraufbruch für Kinder. Sie haben Elternzeit genommen, gewickelt, getröstet, vorgelesen. Sie wollen auch nach der Trennung weiter für ihre Kinder sorgen, nicht zum Zahlvater, so nennen sie das, degradiert werden. Einige fordern, das Wechselmodell als Regelmodell zu verankern. Ja, bei mir ist es so, dass die Kinder, die waren am Anfang, waren die jedes zweite Wochenende und einen Mittag bei mir. Das ist so, ich sag mal, das Gnadenbrot, das ein Vater heutzutage bekommt. Doch mit der Forderung nach dem Wechselmodell stoßen viele Väter bei den Müttern auf Widerstand. Ich denke, das hat mehrere Ebenen. Hauptsächlich wahrscheinlich erstmal Hass gegen den Ex-Partner, Rache, das Gefühl, dem eins auszuwischen. Und dann wahrscheinlich auch tradierte Rollenbilder, dass sie als Mutter anerkannt werden will in ihrem sozialen Umfeld. Sandro G. wohnt in dem kleinen Ort Ehingen bei Ulm. Regelmäßig treffen sich bei ihm Väter, die sich ausgemustert fühlen und die um ihre Kinder kämpfen wollen. Er wohnt nur 6 Kilometer vom Wohnort seiner Ex-Frau entfernt und hat für jedes seiner Kinder ein Kinderzimmer. Bisher durfte er sie alle 14 Tage am Wochenende sehen und einen Nachmittag pro Woche. Doch der Vater beeinflusse und verwirre die Kinder, sagt die Mutter, die sich in diesem Film nicht äußern wollte. Wenn er weiter mit ihnen über das Wechselmodell spreche, dürfe er die Kinder nur noch unter Aufsicht 2 Stunden pro Woche sehen. Die Kinder haben einen Brief an die Mutter geschickt. Sie wollen halbe-halbe. Sie sagen alle 4, wir haben beide lieb. Deshalb wollen sie bei beiden leben. Und es geht aber nicht. Also Ihre Ex-Frau möchte das nicht? Die Ex-Frau möchte es nicht. Für alle 4 Kinder zahle ich Unterhalt. Und wie viel ist das? Das sind 1087,50 €. Wenn wir im Wechselmodell leben würden, dann würde ein Großteil dieses Unterhalts wegfallen. Ich möchte der Mutter jetzt nicht unterstellen, dass sie wegen Geldgier die Kinder nicht zum Vater lässt. Es spielt bestimmt eine Rolle. Dass es ihrer Ex-Partnerin nur ums Geld geht, davon sind einige Väter aus Sandros Gruppe überzeugt. Sie tauschen sich wütend in Sandros Block aus. Und wir kennen das ja auch alle. Ja, zahlst du mir mehr, dann darfst du auch dein Kind öfters sehen. Das sind ja Sätze, die tauchen extrem oft auf, wo sie dann einfach merken, okay, es geht nicht ums Kind, es geht um Erpressungspotenzial. Ich habe keinen Alltag mit den Kindern. Ich kann sie nicht in die Schule bringen, ich kann sie nicht von der Schule holen. Ich mache an einem Mittag in der Woche Hausaufgaben mit ihnen. Da lechzen die richtig danach. Papa, Papa, ich muss Mathe üben, willst du mit mir Mathe machen? Die nötigen mich richtig, Hausaufgaben mit ihnen zu machen, weil sie lieben es, mit mir Hausaufgaben zu machen. Ich sehe sie nicht halb-halb, sie sehen mich nicht halb-halb und ich soll voll zahlen. Und ich habe keine Rechte faktisch. Ja, ich gehe vor Gericht, kämpfe um das Wechselmodell und merke, hier läuft alles Richtung Mutter, obwohl es keine Gründe dafür gibt. Sandro fürchtet, er werde seine Kinder verlieren, sich ihnen entfremden. Ob es so läuft wie bei Nikolai? Wir treffen Nikolai und seine Mutter in Dresden. Fest steht, eine Trennung bedeutet für alle Beteiligten Schmerz. Und sie hinterlässt bleibende Spuren im Leben von Eltern und Kindern. Wir kennen die beiden schon länger, haben sie vor 15 Jahren kennengelernt für einen Film über Scheidungskinder. Damals war Nikolai 6 Jahre alt und pendelte alle 2 bis 4 Wochen am Wochenende von Lübeck nach Karlsruhe zu seinem Vater. Freitags durfte er früher aus der Schule, um das Flugzeug zu erreichen. Schon damals war klar, was Nikolai wollte. Er ist immer so weit weg und ich will eigentlich, dass ich bei beiden Leben gleichzeitig. Also dass Mama jetzt mit, egal ja wo, aber mit beiden. Die Mutter war damals 700 Kilometer weit weggezogen zu ihrem neuen Partner. Wie hieß das denn? War das UM, ne? Ja. Unbegleiteter Minderjähriger. Wenn ich es jetzt sehe,
da denke ich, ach Gott, so ein zerbrechliches kleines Kind. Also das habe ich damals sicherlich nicht so wahrgenommen. Aber für mich jetzt, diese vielen Jahre später, da denke ich manchmal, ja, der hat doch schon auch ein bisschen Stress erlebt in dem Alter schon, ja. Nikolai war damals Vielflieger. 40 Flüge in anderthalb Jahren. Hamburg, Stuttgart und zurück. Für ihn Routine. Bist du zum ersten Mal alleine? Bist du schon aufgeflogen? Eine Karte, die ihn als unbegleitetes Kind auswies, trug er bis zur Übergabe an seinen Vater in Stuttgart um den Hals. Er flog, wie andere Leute Straßenbahn fahren. Die Flugbegleiterin brachte ihn zur Übergabe, passte auf, dass Nikolai nicht verloren ging. An den Wochenenden, wo ich zum Papa gefahren bin, war das eben immer was Besonderes. Und dann hat man eben viel intensiver den Kontakt gepflegt, als wenn es jetzt Alltag gewesen wäre. Freitagnachmittag, Stau zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Du hast mir doch erzählt, dass ihr Buchstaben lernt. Was habt ihr denn diese Woche gemacht? Ja, wir lernen das. Immer noch? Ja. Macht ihr die ganze Woche dann einen Buchstaben? Ja. Habt ihr auch Zahlen jetzt in Mathe gemacht? Wir haben diese Woche die 8 gelernt und dann lernen wir wohl die 9. Immer. Nächste Woche. Am Pendelfreitag kamen sie erst abends zu Hause an. Nikolai war in dieser Wohnung aufgewachsen. Sein Spielzeug war immer noch da. Er wollte mit Papa kuscheln und träumte davon, dass die Eltern wieder zusammenleben. Wenn sie sich wieder vertragen und alle wieder zusammen wohnen, wie früher. Naja, aber dann ist ja nicht schön, wenn man sich dauernd streitet, oder? Hm? Ist ja nicht schön, wenn man sich dauernd streitet, weißt du? Ja, deswegen habe ich doch gesagt. Da passiert so viel in diesem Alter mit den Kindern. Und man hat dann auf einmal nicht mehr die Möglichkeit, dann daran teilzuhaben. Und das ist eigentlich eine ganz schlimme Sache. Und, ja. Sie würden ihn gern öfter sehen? Ja, sicher. Mhm. Ich ihn auch. Ja. Am liebsten auch eben unter der Woche. Aber das geht nicht so einfach mit den vielen 100 Kilometern in der Mitte. Es war nicht so, dass ich dort ankam und der Papa war völlig fertig, dann sozusagen kam und hat erstmal gesagt, so jetzt setzen wir uns jetzt erstmal auf die Couch. Sondern die Zeit, die man hatte, musste sozusagen so effizient wie möglich genutzt werden. Da wurde dann natürlich auch schon im Vorhinein gefragt, okay, was machen wir? Machen wir eine Fahrradtour? Sie hatten anderthalb Tage, um 4 Wochen Trennung aufzuholen. Der Vater dachte sich viel aus und nahm sich Zeit. Einen gestressten, abgearbeiteten Vater, der auch mal streng ist, putzt und wäscht, lernte Nikolai nicht kennen. Dann hat der Papa sich ja vorbereitet und dann gab es natürlich ein Lieblingsessen oder Unternehmungen, die man vielleicht geplant hatte, mal ein Schwimmbad, ein Freizeitpark. Also es war ja schon eher so, dass da so Erlebnisakzente gesetzt wurden. War Papa mehr der Action-Master und die Mama war dann eher die, als Alltagsmama könnte man es bezeichnen. Familie war für den 6-Jährigen kein Thema mit Variationen. Nur die Sehnsucht nach der klassischen Familie. Papa, Mama, Kind. Papa, Mama. Am Sonntagmittag war dann schon wieder Schluss. Ende der Papa-Zeit. Papa. Ja. Ja. Ich auch. Ich muss Auto fahren. Ich brauche meine Hand wieder. Nimmst du es denn rückblickend deinen Eltern übel, dass sie so weit auseinandergezogen sind? Man hört natürlich von beiden Seiten jetzt irgendwelche Sachen, aber die Distanz ist natürlich schon etwas, wo man sich fragt, warum muss das jetzt vielleicht dann doch so weit sein? Wäre das denn eine Option gewesen, dass Sie sagen, ich ziehe 2 Straßen weiter?
damit das Kind weiter den Kontakt zu beiden intensiv hat. Haben Sie da manchmal ein schlechtes Gewissen? Nein, wäre für mich damals auch nicht unbedingt eine Option gewesen, weil ich tatsächlich auch diesen Ort gerne verlassen wollte. Also ich wollte, ich weiß, das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen egoistisch, aber aus heutiger Sicht ist es ja alles gut gegangen. Also ich wollte damals tatsächlich auch nicht mehr an dem Ort sein. Ich nehme mal die Jacke mit. So. Und Plätzchen hast du gebacken, Nicola, die musst du mir jetzt mal zeigen. Komm. Schau. Gib sie eine zum Probieren, ne? Tschüss. Damals bewegte sich Nikolai zwischen den Welten und hätte doch lieber nur in einer gelebt. Beim Papa, da ist es auch schön und ich will bei beiden leben. Heute lässt Nikolai seinen Schmerz nicht mehr so raus wie als Sechsjähriger, aber ist in all den Jahren, als er den Vater so selten sah, etwas auf der Strecke geblieben? Wie würdest du jetzt heute rückblickend sagen, ist das Verhältnis zu Mama enger oder zu Papa enger? Also das Verhältnis allgemein zu Mama deutlich, weil natürlich auch einfach die Zeit viel intensiver ist und länger und einfach dieses direkte, dieser Kontakt. Ich meine, ich habe bis ich 18 war noch bei der Mama gewohnt und danach sie trotzdem noch ja jede Woche, konnte ich sie ja sehen, jederzeit. Das ist natürlich mit dem Papa nicht möglich. Er hat gelernt, auf Zwischentöne zu achten, niemanden zu verletzen. Umgestaltet. Ob ihn die Trennung der Eltern im Umgang mit anderen Menschen geprägt hat? Ich bin vorsichtiger. Ich versuche mehr so abzuwägen, in welche Richtung auch eine Aussage gehen könnte, ob da vielleicht ein positiver, negativer Unterton ist, weil sowas analysiert man im Laufe der Jahre schon sehr stark, welche Aussagen von den jeweiligen Personen wie gemeint sind und kann daraus vielleicht auch dann lesen, was der andere über den, oder was der eine über den anderen denkt. Der Vater lebt immer noch in Karlsruhe. Er hat damals vor dem Familiengericht um seinen Sohn gekämpft, forderte, dass die Mutter nicht so weit wegziehen darf und ist bitter, dass man ihn damals gezwungen hat, nur Wochenendvater zu sein. Denn als Nikolai älter wurde, verbrachte er seine Wochenenden oft mit seinen Kumpels, spielte Fußball, ging in Konzerte. Die Besuche beim Vater wurden seltener. Als wir dann uns mal, ich glaube, 4, 6 Wochen nicht gesehen hatten und dann stieg plötzlich jemand aus dem Flugzeug oder kam dann an, er hatte dann bunt gefärbte Haare. Ja, das war ja ein völlig anderer Mensch im ersten Moment. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, du hast ihn jetzt tatsächlich ein paar Wochen nicht gesehen. Er hat sich verändert und das war fühlbar, spürbar. Mhm. Solche Momente gab es dann auch, wo dann natürlich auch eine gewisse Traurigkeit aufsteigt, weil man denkt, Mensch, jetzt hast du wieder einen Teil nicht miterlebt. Man kann ja auf die Distanz hinweg im Grunde gar keine Normalität leben. Das heißt also, das, was wir machen konnten, war ja im Grunde etwas, was man vielleicht als Wochenendbeziehung summieren kann. Die Alltagsprobleme, die Alltagsthemen konnten wir auch am Telefon natürlich nicht so diskutieren, wie man das hätte machen müssen. Das ist etwas, was mir sehr gefehlt hat. Wir haben zu wenig Zeit gehabt für alles. Ich erwarte schon, dass insbesondere auch die Politik, die Gerichte, die ausübenden Organe, wie man so schön sagt, also das Jugendamt, sich stärker mit dem Thema insoweit beschäftigen, dass sie das beiden Elternteilen ermöglichen, an der Entwicklung des Kindes mitzuwirken. Und diese Diskussion ist im Gang. Hildegut Sünderhauf, Professorin an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, berät das Bundesjustizministerium. Viele Abgeordnete fordern eine Änderung des Familienrechts. Professor Sünderhauf setzt sich für das Wechselmodell ein. Die Familien- und ihre Aufgabenteilung hat sich geändert. Die Rollen von Müttern und Vätern haben sich geändert. Nur das Familienrecht ist immer noch dasselbe wie vor 100 Jahren. Deswegen muss es angepasst werden. Die Mütter und Väter haben heute eher ein gleichberechtigtes Rollenverständnis.
Und wenn sie sich trennen oder scheiden lassen, sollte diese gleichberechtigte Elternschaft auch fortgeführt werden. Die Väter sollen in die Kindererziehung einbezogen werden, sie sollen Elternzeit nehmen, sie sollen sich engagieren. Die sogenannten neuen Väter, dann tun sie es. Und dann kommt Trennung und Scheidung und sie kriegen echt die Tür vor der Nase zugemacht. Dann heißt es, ab heute nur noch Unterhalt zahlen und Wochenendpapa. Und das wollen viele Väter nicht mehr. Alle reden vom Kindeswohl und ganz oft geht es um Macht und Geld. Macht über das Kind und damit auch über den Ex-Partner, die Ex-Partnerin und ganz viel finanzielle Vorteile. Wenn aber ein Vater mitbetreut und zwar erheblich, auch in der Freizeit, vielleicht fast 50% und muss trotzdem den vollen Unterhalt bezahlen, ist das natürlich krass ungerecht. Das sieht Tom S. auch so. Er betreut seine beiden Söhne fast zur Hälfte, muss aber vollen Unterhalt zahlen. Ein Teilunterhalt ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Das Verhältnis zur Mutter der Kinder ist nicht gut. Sie gibt ihnen weder Kleidung zum Wechseln noch Spielsachen mit. Alles, was sie bei ihm brauchen, muss er kaufen. Meistens laufe ich über Flohmärkte oder gucke, wo ich günstig über eBay Kleinanzeigen irgendwie Kleiderpakete herkriege. Aber das muss ich alles leider selber besorgen. Jeder Sohn hat bei ihm ein Kinderzimmer mit Schreibtisch, Bett, Klamotten, Spielzeug. Fahren sie zurück zur Mutter, ziehen sie die Sachen an, in denen sie zum Vater gekommen sind. Die Eltern vermeiden ein Zusammentreffen. Nur Sprechtage in der Schule oder Arzttermine nehmen sie gemeinsam wahr. Die Mutter will nicht mit uns sprechen. Sie möchte auch nicht, dass wir ihre Söhne zeigen und befragen. Auch gegen den Willen der Mutter kann ein Vater das Wechselmodell vor dem Familiengericht einklagen, urteilte der Bundesgerichtshof. Tom war nie verheiratet, hat aber mit der Mutter der Kinder, wie es der Gesetzgeber vorsieht, gemeinsames Sorgerecht. Trotzdem benachteilige das Familienrecht engagierte Väter, sagt er. Wenn die Kinder bei mir sind, arbeite ich nicht. Ich gehe am Mittwoch in den Nachtdienst, habe dann zwei Nachtdienste und habe dann keinen freien Tag, bis ich die Kinder wieder abhole. Am Donnerstag die Woche drauf. Und dann sind die Freizeit, die ich habe, verbringe ich mit den Kindern. Auf zwei Wochen gesehen sind die Kinder 6 Nächte bei mir, also schlafen 6-mal hier und 8 Tage bei der Mutter. Trotzdem muss ich den vollen Unterhalt bezahlen. Die Mutter der Kinder hat explizit gesagt, sie stimmt einer 6-zu-8-Regelung zu, aber auf gar keinen Fall einer 7-zu-7-Regelung. Richtig, ja. Genau. Und was denken Sie, ist der Grund? Das Geld, der Unterhalt. Jedes Kind, im Moment zahle ich für beide Kinder 644 € im Monat. Und das ist das Geld. Also ich muss meinen Alltag hier auch bestreiten. Ich arbeite im Moment im Wohnheim für behinderte Menschen und bin Erzieher. Und die Mutter ist Lehrerin und ist verbeamtet und arbeitet in der Grundschule. Trennung hat viele Gesichter, für Eltern und Kinder. Tom möchte, dass das Unterhaltsrecht geändert wird, Väter mehr Rechte bekommen. Aber auch die Kinder haben ihr Päckchen zu tragen. Luna ist mal wieder zwischen Papa- und Mama-Welt unterwegs. Florians Papawoche ist zu Ende, gleich fährt er zur Mama und zum kleinen Bruder. Nikolai musste lernen, zwischen den Welten zu jonglieren. Die Nestkinder machen heute mit Mama einen Ausflug. Und Hanna trägt jede Woche tapfer die Folgen der Trennung ihrer Eltern. Pendelkinder.